Für viele Jahre habe ich die Familie Rudi Niefeld in Bolivien Molchani gelehrt. Sie wohnen bald von dort schon Dach da noch und er ist da Prediger in Seilsaria bei Giai Pass, ja, wo da dicht bei Pailon ist. Er hat sein Zeugnis mal verteilt und ich möchte ihn dort hier auch von dort mitteilen. Well, ich hoffe, dass ich mal mein Zeugnis mitteilen. Viele von Ihnen haben mich vielleicht all gechannt, aber haben vielleicht wirklich gewundert, wo sie echt im Glauben gekommen sind. Und dass jeder mal schon andere Menschen unterhalten, aber wenn er selbst soll, dann fängt er mit an zu flottern. Und so ist ein sein persönliches Leben, wo einer dann mitteilen wird. Aber ich glaube, es geht. Ich weiß, dass ich eigentlich in der Kolonie deide, hier am, meine Eltern wären nicht immer, denke ich, immer zurück. Und lebe ich nicht einmal live, so wie das dort ging. Aber ich weiß, dass ich eigentlich in, für einen Mensch wurde in der Kolonie. Und als ich 8 Jahre alt war, wenn meine Eltern nicht so arriv ging, schafft mein Vater bei einer Klinika Charovi, wo wir da dann immer nannte. Und du hattest die Bibel stehen, so, für sie haben sie alle, meine alle waren die auch angelot, und das die auch nicht lang, die fuhren dort auch. Dann lehre ich viele Bibelfarsche auswendig mein Leben. Und schließlich, das käme auch so weit, dort, der einer mich bereden konnte, ich würde gehen und mit einer Person reden, ich würde das Gebet da und Jesus annehmen. So, ich deute dort alle, und dann nur dort frühe mit dir an auch, als ich dann wüsste, wo ich würde hinkommen, und ich sehe, für sie auch ja, wenn sie wollen ja nicht, dem ja getwiebeln. Wo das würde das bleiben da, das ist so wie 8 Jahre alt wir. Dann ging das in die Jugendjahre an, inzwischen bin ich in Kärde, ich war 3 gekommen, ging das in die Jugendjahre an, und das Leben ging bloß über Rorsch. Mir denkt danach den ersten Abend, oder wie ein Tenor, und das echt das erste halbe Glas Bayer nehmen deit. Und ich weiß noch, die Freunde, wo ich damals taub war, die spürte nachher bei mir, dort eigentlich mehr als dort trinken deit. Aber dort bleibt nicht bin halbe Glas, und dort ging dort wieder, und immer wieder, und schließlich, du wirst keine Mut mehr, nicht? Und so ging das Jugendjahre sehr schwindstau, glückaltig. Wenn ich denke, von der schon da, wenn Gottes Not stehe ich nach, wo ich stehe, wenn es anders würde ich auch nicht mehr selber ran sein. Und so ging das Leben bloß von immer schwander und immer schwander, immer däupern dort schönte Leben nennen, immer Dollar trinken. Ich weiß nicht, wie viel das geworden ist, nicht so viel, aber du wirst die Zeit, wo ich nächsten Tag abweiche, ich tue zum Baden, ich weiß nicht, wie ich in ein Häuschen komme. Ich hatte ein Motorbike, ein Motor, und konnte von dir auch Gott sein, wenn sie nicht genug sehe ich, wo ich von dir auch sehe. Dann kam das so weit, meine Mom hat auch meine erste Mom, ich habe eine zweite Mom auch, die liegt nicht ganz, mit der Besorge, bei denen wir. Meine erste Mom hat all Jahre mit Kräft gekämpft, und als ich 18 Jahre alt bin, dann kam noch so weit, wurde dann auch zu eng nehmen. Dann stand ich vor meine Mami am Bad, mir wird das sehr schuld und sehr leid, und ich bin eine Person, die nicht sehr, was bitterlich leicht wiesen würde, ich würde das alle Beine holen. Dann stand ich da und checkte, dass meine Mom den letzten Atem mitpustet dort, und dort ging sehr langsam, dass die aufgestorben dort. Und meine große Frau wie für mich selbst, wo würde ich sein, wenn ich da wie, was auf dem Bad liegen würde, dass meine Mom in den letzten Atem ausgepustet würde? Wo würde mit mir sein? Mit allem, was ich heute gelehrt habe, ich mit Bibelfahrt, wenn ich lehre von klein an, wie ich nicht ganz unbekannt mit der Schrift, wie vielleicht wieder bekannt, dass eins einem von der Jugend, wo ich mit Taubchen, und wenn ich heute in Kärnte war, wie ich heute Englisch gelehrt, verstohne, was ich rede, und auch verstohne, dort, was ich lese dort, hat ich viel in der Bibel gelehrt, so ich hatte besser Wissenschaft in der Bibel. Aber das ist nicht so wichtig, dass ich das wirklich deutlich nehmen darf. Aber meine Mama hat dort, mir hat mich sehr deutlich denken. Und wo das stimmt mit meinem Leben. Das ist so wichtig, dass ich sehr klar überzeugt wäre, dass ich wie ein Sünder und ich wie verloren. Aber dass ich nicht sehr rüt sei, und wenn das in der Kalimaut wäre, so ist das gewöhnlich erst, wenn du weißt, dass alle best und du nicht best bei jemandem gegangen und dort hoffe ich alle best dahin gegangen und fand ich vielleicht an zu wundern, und was ist das mit dir? So, ich mögt mich ab, ich ging dort alle dahin, ich meine, das sei ja ehren zu meinen gottlosen und unglaubenden Zustand, meine, das ehren zu be, und dahin den Kirchhüß und fangen wir auswendig zu lernen, was mir sehr, sehr schwierig schien, dort. Ging ich die Bibelfarge noch in, wo die Bänne angegeben wäre. Und da ich die Bibelfarge alle noch gehe, und ich gleich leid nicht einen aus. Käme ich bei denen Schluss, und ich verstehe, dass dort Wahrheit würde sein, und Taufe wäre zwei verschiedene Dinge, aber ich kann das nicht begreifen, mein Leben. Ich kann das nicht taubfoten.
schließlich früh, aber ich kriege nicht die Antwort, was mich überzeugt hat. So, ich habe eigentlich die Hölle, dort war ich, würde sagen, in Tafel, ich habe zwei verschiedene Dinge, aber ich weiß nicht, wo dort so schaffen soll. So, ich ging dort alle durch, doch Dinge würde vielleicht ändern, und vielleicht nicht so sehr Dinge ändern würde, ich dachte mal bloß, wenn das gemaut wird. Und, ich weiß nicht, den Ort noch, oder wie das Fußteil weg nur dort. Wenn wir dort irgendwie sehr lang, dann wird ich wieder krank durch, bei die Südplatz an Villa spielen, das ist gewöhnlich. So kriegt sie wieder. Ich glaube mal, wie viel euer als der andere werden. Ich weiß, was es besser und schlappt andere hingerig und lässt dich auch dort zu nähern. So mein Leben wird bis einmal euer und wird noch einmal euer und noch euer, noch euer. So ich sehe, ich weiß nicht, ob ich in die Hüste komme. Schafft viel im Barsch auch, wie ein Krüpper vorher. Und das Leben ging bis wieder. Aber ich wollte euch all das, komme ich ein Tag dazu, ich würde mal die Bibel lesen. Und ich würde mal anfangen zu forschen. Aber ich habe noch auch die Anstellung. Ich ging ganz durch den Neuen Testament los, ich denke, ich denke, man kriegt bei uns, uns den Titnamen jeder und, wenn ich denke, ich will mit Kat vor. Aber meine Anstellung wäre, dass ich will die Bibel genug weiter, dass wenn jemand mir würde was sagen, wenn mein Leben, dass ich könnte die Bibel ein Tree haben. Dass ich könnte stellen mir die Bibel. Da wäre meine Anstellung dabei. Aber du denkst, fange ich fehl in der Bibel, was mir sehr unbekannt wäre. Und wo ich dort klotte Hölle kriege, dort ich ein Sünder wäre, und dort ich verloren wäre, und man nicht das Mensch ändern würde, das Niveau, zu was passieren würde, würde ich gleich nur heil gehen. Ich komme so weit, ich sehe dort eine Person ein Tag, ich sage, das Niveau steht auf der Kornhall, und wenn es dort gestorben wird, der wird gleich in der Halle dann gehen. Die Person hat nicht gerade die Uhr für dort, aber ich habe das klar. Ein Bibelfers, wo mir immer wieder satt geblieben, der ich in Kirchissen lehre, in der Bibel dann gehen, dort wir Ezekiel 18, Vers 23. Und da wir interessant, wir nicht im Neuen Testament, sondern im Alten Testament. Du sagst dort, meinst du, mir gefällt dort, dort ein Mensch für seine Sünden sterben wird? Sag Gott, der Herr, ich sei dort viel lieber, dort er sich, abmerkt und dort Böse abhielt und am Leben bleibt. Ich habe dann nicht den Plotitsch, ich habe dann Hildisch lesen, Englisch lesen, aber mich interessiert und ich verstehe, was er dann Hildisch sieht. Das sieht, dass der sich bekehre und lebe. Dort der Mensch sich bekehre dat und lebe dat. Und dort habe ich never vergessen in meinem Leben, wo ich gelesen habe. Und dort bleibt mir immer satte. Jahre gingen vorbei und so ging das Leben wieder. Dann kam dort ein Tag, wo was von euch nach Camp Leon genannt wird, da noch, wo eine Gemeinde ist, was sich evangelische Missionsgemeinde nennt, durch einen Menschen von Kanada, der hatte die Uhrenschurke, Erweckungsschurke. Innerlich wollte ich da haben, aber von bitte da, dass ich so hoch, dass ich abends kann. Und ich schrie ich heute nur halb, aber ich gleich einem weiter nicht. Aber schließlich kam so weit, der Herr, yes, kriege mir so weit, ich fuhr da haben. Und in den ersten Ohren, wo ich wirke, wenn ich was die Prediger alles gesagt habe, aber ein Ding hält ich in Denk, dass die Prediger sehen, dass wenn du nicht wahr bist, du nicht dein Leben hast, und Jesus von der Ohren reinkommt, du wirst hier allein sitzen bleiben. Dort seht ihr den ersten Ohren, wo ich da wirke, dort seht ihr den zweiten Ohren, den dritten Ohren, wo ich da wirke auch noch. Und den dritten Ohren habe ich mir all das Glück angegangen, meine Meinung, wenn es die ersten paar Ohren habe ich mir zu Angst, Menschen würden mir einmal anreden. So den dritten Ohren sage ich mal, bis ganz hin, ja, bei euch bank, und so frisst ich euch der Hütte, wo ich den Hüß und der Weich von dort alle. Und ich dachte doch, und dort wie ein Mann da ist, in 1996, den Abend, und dann fuhr ich los nach Hause, und wie about halbe Stunde, vielleicht mit meiner Fahrer, mein Motto, und ich hielt dreimal still, und will anwenden, drei Fahrer. Wenn es dort reden, mich so sehr anwenden, und ich wüsste, ich wir verloren. Aber bei diesem Film war aber ich weiß, seine Macht, und ich sage, ich leuchte in seine Macht, und ich dachte, na, was würde diese Menschen denken, wenn ich wo vorhin der Vertaler war von Beisestein Menschen gesehen? Und ich denke, meine Schwester hat sich zwei, drei Werk euer betiert und ich spotten lacht über da noch. Ja, die sagt, die sind betiert, ja, die haben euer Leben, die selbstgereichte Menschen. Ich spotten lacht über da, meine Schwester hat ihr großes Eier getan und nur wie ich bat noch, und der Herr Jesus hat mich klar, überzeugt mich viel dadurch. So, das stolz wie so hoch in mich und schließlich die Beisefien sagen, na, da bloß nicht. Der Krieg war immer war der Eberhund, aber ich fuhr schließlich bei Thys, schon bei Thys in Maryland tun, dort in der Dorf, Campo 8 heute, wo meine Eltern wohnen dort. Ich sah meine Mutter an, wo ich gewöhnlich dort, ging in meine Stuhl an, und ich knall mich fernbar an, und das passiert, so sie gerade sehen, mein dort ist dann, 1996, ich hoffe, halb so uns. Ich rede mich an, und ich sehe den Säuerkarte gebet, ich sehe, Herr, ich sehe verloren, und ich gehe auf ein Weich nur Hall, vielleicht nicht kriegt das wieder bei Kino sein, aber kriegt die Meinung. Und ich sage, Herr,
Verjaf mij en ik wil dat uit je leven wordt. Ik pray je altijd van de reden dat. Dat wil ik. En ik weet niet, dan probeer ik mij en ik zeg amen. En ik wil van doen 100% overtuigd. Niemand mij je twijfel over mijn zuiligheid. Dat God had al mijn zinden vergeeft. En hij had mij dat uit je leven gegeeft. Ik stond op zo overtuigd, zo vredelijk, als ik nog niemand mij had in mijn leven. Wil je nog een ding zijn, klimaat opbeken. Die reis van doen naar huis, als het de ooste reis je was, wat ik jemals in mijn leven had, zo zijn met deze macht gevaard. Niet dat ik deze dingen duidelijk eens wat groot het, maar in mij jaslich. Al die 7 jaren wat ik was, wanneer ik zo'n schroots en bij zing, maar ik weer ganz anders. Maar hier weer een grote jaslich terecht in mij. Bedankt God, dat hij mij vond en hij wat zo geduid. Van doen wieder, ik wist, was het in de schrift, maar niet zo'n veel. Johannes 9, Vers 24, hoorde ik meest voor je leest, 1, 2, 1, van du wieder, wie hoorde dan die Strom, oder 4, wat immer je wel een aan in de jent, dat wie alle bloß onderlichter. Zo, maar de tijd, ik heb een beetje een brat, als dat eruit gemerkt, en ik heb een paar Teuchlichter, die da eigen abgebakt, en du hast mijn Bibel liggen, veelmal, wenn ik van thuis, oder wenn mijn Arbeit treffe, wo ik mijn Wirtschaft hoorde, schaffe deid, dann da sah ich, ob mijn Baden abstecken, mijn Teuchlichter an, und fange an, die Bibel zu lesen. Ich lese Lambert, bis ich mehr kann weiterbleiben. Und da habe ich viele Bibelfers. Und das ist ein Bibelfers, wo ich loste, wie mir so groß ist, die Geschichte. Ich fange mit Johannes Kapitel 9, 24. Sagt, hei seht, ob hei ein Sünder oder es oder nicht, weit ich nicht, aber ein weit ich. Ich wie blind, nie kann ich sein. Das handelt sich von diesem Mann, wo er bei der Hand deuten, als Jesus vorbeikommt, dann schmerzt er, wo Blut auf den Sinn ist, und sagt, Gut, das ist ein Rief, er wurscht die. Und dann hier, dann, und er hüllte sich die Menschen von diesem Mann und sagt, hey, weißt du da, wo Jesus hat seine gemerkt, er leckst du da bloß. Und das Mann sagt, ich sehe da, dann wird ihm für das Hühe rot geschlafen, die Lehrer sind dort alle, und dann wird ihm durchgefragt. Und dann sagt er, das wird. Sagt er, ich weiß nicht, wer das Mann ist. Bei einigen weiß ich. Ich wie ich blind, nicht kann ich sein. Und dort habe ich so klar in meinem Leben, dort ist, wie ich blind war, und nicht kann ich sein. Ich fuhr den nächsten Tag, und dann noch ein Bibelfers, wo mir sehr klar wird, als Johannes 4, Vers 24, ich sage, jünt die Wahrheit, wer mein Wort hört, in dem Glauben, der mir geschickt hat, hat dort auf ihr Leben, und ich habe nicht in dort gereicht, aber erst vom Tod zum Leben gekommen. So, die paar Bibelfers, wir mir am Anfang sehr groß. Aber dort bleibt dann weg, da wird auch noch mehr Bibelfers, wo mir groß wäre. Den nächsten Morgens, ich stand ab, ist gewöhnlich, mein Vater sagt, gewöhnlich, du wirst heute morgens Mathe trinken. Ich weiß nicht, wie meine Mom gewesen ist, meine erste Mom wieder alle gestorben, meine Steifmom, weiß nicht, wo die gewesen ist. Bei denen, wie mein Vater sagt, und ich ging, dann sah ich mich bei ihm Dol, und ich vertelle ihm, was mich gestern geworden wäre. Ich bin in Haus gekommen, und ich habe mich für mein Bad heimgeschneit, und ich habe meine Sünde bekannt, Jesus eingenommen, ich weiß nicht, dort ich ein Kind Gottes wir. Mein Vater wird die erste, wo ich dort vertale deit. Mein Vater wird auch nicht haben bekommen, in der Schrift, wie ein Mann, wo immer wahrscheinlich schwere Dinge, Tide hat, mit Menschen allein zu kommen. Er checkt mich bloß an, er wird stell, er sieht nicht viel, checkt mich an, stolz ihn und sagt er, ja, die Bibel sagt dort. Wo sagt er, nun sie stell von dort. Wenn nicht, dort wird ich viel Trouble geben. Die nächsten 2 Jahre wäre sehr trubelvoll von einem Seite und von einer Seite große Sehens. Du wäre viele große Rückforderungen, wenn es dort kriegt, was mein Vater sieht, eigentlich soll. Und dort ist, ich vertale Menschen von Jesus. Ich vertale nicht unbedingt, dass es Menschen, die sich bekehren sollen. Ich vertale die viele Dinge, was Gott hat in meinem Leben getan. Ich denke dann auch, die erste Mal, dass ich den Menschen dort sehe, dass ich weiß, ich habe ein wird Leben, dass ich sehe, ein Kind Gottes, dass das führt mich so durch, dass wenn Wenn man es so tun will, das will ich never haben, dass ich sonst so gesagt habe. Und dort gehe ich mich bis immer mal am Motum dort down. Und ich will dir von dir bis Motum sprechen. Wenn du wahr bist und hast noch niemals Menschen dort gesagt, dann do dort. Dort gehe ich Kraft, wenn es das für den Herrn abstohne. So, die nächsten paar Jahre wäre nur Rückforderung von verschiedenen Amtsstädten. Zu der Zeit wäre der Jent noch viel anders als von dir schon da. Du wirst Lehrer in der Church, der Kalis-Lehrer, der Leute mich an für ein Meeting. Und ich rutscht in B3 durch, wenn es der Druck so groß wird und abgeleicht wird, verspreche ich, dass ich von Gott stell sein. Und da brauche ich eine Zeit in meinem Leben, von was ich dir bloß, das wird nicht mal einen Weg lang, wo ich weiß, dass ich Menschen zum Gefallen gelebt und Gott fair gelebt.
Und ich prahat und prahat und prahat um Vergebung. Und später ich sage, nur Deutsch. War ich noch eine Person vor, und ich vertale ein korrekt Wort mit den Worten wir. Nur wir sind vier und ja, mein Hort, das brennt und das ging nicht gut, wenn es das Schwell mir so grässlich sei. Dann vertale ich diese Person, wo ich getan habe, und dann sagte diese Person, schickte mich bis an, und sagte, glaub doch bloß, ob Gott dich vergebt hat. Glaub doch bloß. Die Person hat das Wort nochmal jeder Zeit gesagt, dann wird es das, wenn das alle weich wäre, wo du mich so abwälmöken mich. Ich bin überzeugt, dass Gott hat mich vergebt, dass du mir warst. Dann sehe ich zu Gott nicht da in die Rotz bei Lothar, soll ich sagen, zu Gott sehe, ob er sich wieder ging, möge ich mich ab, dort in dem, wo ich würde beleben, in dem, wo ich alle verlieren würde, ich würde dem Herrn von neu und true sein. Ich würde dort tun, wo er für mich hat. Und das passiert auch. Ich verliere alle Freunde endlich, auf dem Porno. Ich verliere viele andere Dinge. Ob ich deut, was ich schreibe, sei, so viel mehr Druck zu schäumen, so viel Dollar lasse ich in der Schrift. Apostel schreibt die 17 Vers 1 sagt uns das steht, und das ist, was ich dann deut. Die Menschen, die werden anständig aus der Thessalonicher, die nehmen dort Wut ganz wellig ab, und frei, und forschen alle Tag in der Schrift, um zu sein, auf dort so wie aus sei Seelen. Und das, wo ich da, so von meiner Jähnstand, ich kriege so von meiner Vorstellung in der Schrift, um seine, aus dort, wo ich nicht glaube, weil ich wo wir, und wo Menschen mich mit unter Druck stellen, aus dort so wir. Dort passiert dann, wo ich so seine Schrift studiere da, oder lese da, und Gott erleuchte da, komme ich mal durch einen Tag, dort alle, wo ich wir mit meinen Ehrens dahergegangen, mit den Taufen dort alle, dort wir wirklich alle ein Unglaube geworden. Du wirst wirklich keine Wegbeine, so ist die Bibel sehr, ich soll. Und ich weiß, dass von der ersten Tag, wie dann so, dass ein großes Ding, ob ich dort, wenn es die Bibel weiß, mich klar, der Heilige Jesu überzeugt mich klar, dass meine Taufe in Unglaube wie nicht gewasst. Hat nicht da noch mal, wer das dort war, hat da noch mal, ich wie ungläubig, gottlos. So, ich nehme den Staub und leite mir am Glauben dort, so ist die Bibel sehen, mit der Unjahrdruckstaufe. Und dort habe ich noch eine Wahl von Rittforderungen, aber der Herr schenkt Gnade. Und so ging das Leben wieder. Und wohnt Gott dort wunderbar sehen. Ne? Aber du wirst andere Dinge, die auch schon verdeuten. Ich will verdeuten vollständig in Ackermann. Gott hat die ersten Jahre, wo ich Acker dort so gesehen, dass ich kann sagen, wie bis Gottes Hohn, trotzdem ich nicht mal wahr geboren wäre. Und in den Zeit, wo ich Acker dort und Gott, du bist gesehen dort, wurde ich wahr geboren, wo Gott mit dem neuen Mensch mögt. Dann wieder ich in Ängsten in mein christliches Leben bin und dann ging dort alles schreif. So schließlich ging bankrott mit all meiner Ackerie. Wir däupen Schuld. Und da däupt ich noch in 1998 sozusagen, hat ich mich all entschieden, ich würde in eine Bibelschule gehen. Wie hier in Santa Cruz, eine spanische Bibelschule, so ich würde 3 Jahre jeden Tag studieren, oder wenigstens vor ungefähr 10 Monaten so was. Und in der Zeit passierte, wo ich nach Bankrott ging. Und ein Tag sah ich da auf der Trappe, mich denkt noch krank, du bist in der Bibelschule, wo ich wohne da. Und dann wäre ich auch schon ein bisschen doll wegen Gott. Und ich sehe Gott, warum? Ich habe alles verloren, abgegeben. Und ich weiß nicht mal, wo ich wieder soll, da in die Bibelschule gehen. Dann dir, vor der Lothar, ich habe eine Person vorbei, und die jäuft mir Geld, ohne dass ich Frau da. Und da wäre mir sehr, sehr ein Weh. Wenn ich wieder nicht gewandt, dass Menschen mir Geld geben, ich wird gewandt, dass ich verdiene dort, und wann ich keine andere gebe. Aber Gott weiß mir, du, der Hall dort, und von der ersten Nacht, ich drehe all das, was ich in der Kalibe lebe, all das Rittforderungen, was ich schäme, all das, was Gott mir wahrnehmen darf, checke ich von der Ort drehe und sage Gott Dankeschön. Wenn Gott hat einen Plan bei Gott will mir wiesen dort, all das, wo ich abgebüht habe, und wo ich mein Vertrauen abgesagt habe, dann muss ich mir all das wahrnehmen dort, aus dem Kind Gottes, sagt mir, lehrt bis 100% auf Gott vertrauen. Das Leben ging wieder, Gott fährt wieder. Und so ging das Leben allein. Ich ging die Bibel schon durch, kam durch durch. Wisst nicht, haben wir das Wort allein merken, man alles betont, aber Gott hat einmal versorgt. Schließlich wurde ich verbunden in der Church, wo ich wie geraten wurde, dort in der evangelischen Missionsgemeinde, aus dem Sonderschullehrer. Und ich sagte, auch noch aus ein Gesanglehrer, aber ich war irgendwie finde auch nicht Gesanglehrer, wenn es dort nicht fertig meine Gau. Und ich studierte wieder die Bibel, ich ging auch wieder die Länge, wurde wieder verbunden in der Church.
war sogar in Titten Prediger durch, hab viel gepredigt, mir denk noch die erste Botschaft wurde gebracht, wo so ein Chammer voll hier war, wie Gottes Wort. So ging das Leben wieder, in Gott sehend, und von der ersten Tag stuhe ich hier, mit diesem Bibelfers, das erste Wort. Das sag ich in 1. Korinther 15, Vers 10. Aber durch Gott seine Gnade sehe ich, wo ich sehe. Und ich will bloß sagen, von der stuhe ich hier bloß wegen Gott seine Gnade, nicht anders. Ich habe mich nicht verdient, oder ich kann nur Gott kommen, ich habe mich noch nicht verdient, außer Gottes, das kommt alle von Gott seine Gnade. So ich will von der bloß kurz verfolgt, und Mut merke. Wenn du Scham für das mit deiner Seligkeit wählst, du hast du vielleicht niemals wen mitgedeilt, dann wo berufen wir dort? Da wird die wahrscheinlich was ein Gegenstand geben, oder was die Sehen bringen. Muss Gott sein Wort sehen.